Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Ich wurde gefragt, wie man mit der Eaton Easy Stör-E-Mails versendet bzw. E-Mails versendet. Will ich jetzt auch ganz kurz erklären. Das Ganze soll ja so sein, dass wir eben eine E-Mail bekommen, wenn ein Wechsel von High nach Low stattfindet. Als kleiner Tipp, die Eaton Easy kostet nicht viel und wenn ihr irgendwie eine Störung habt oder irgendwas oder so, ist das eine günstige Alternative zu vielen anderen Softwaren oder Hardwaren, die man kaufen kann. So, fangen wir an. Ich möchte in der Eaton Easy Soft anfangen. Ich wähle als zuerst meine Easy aus und danach bleibe ich gleich mal beim Projekt und beginne hier mit dem Ethernet. Als erstes brauchen wir hier ganz wichtig die DHCP-Einstellung, sonst funktioniert das Ganze nicht. Als nächstes gehen wir zum Webserver. Den Webserver müssen wir aktivieren. Jetzt fragt er auch gleich nach einem Passwort. Das Passwort muss Buchstaben, Klein, Groß, Zahlen und ein Sonderzeichen erhalten. Gebe ich hier jetzt einfach mal ein. Ihr macht damit ein sicheres Passwort, nicht so wie ich. Damit haben wir den Webserver abgehakt. Als nächstes gehen wir zur E-Mail. Dann gibt es die Empfängergruppe. Empfänger ist klar, da kommt die E-Mail-Adresse rein, die nachher die E-Mail empfangen soll. Ich verwende jetzt einfach mal meine E-Mail-Adresse. Ich kann die hier ruhig online machen, denn die steht eh im Impressum und im Kontaktformular. Deswegen verwende ich die jetzt hier einfach so. Damit ist klar, wer diese E-Mail bekommt. Dann gehen wir zu DNS-Name. Jetzt ist die Frage, welche E-Mail-Adresse verwende ich denn? Ich persönlich mache das so, wenn ich eine Eaton Easy verwende für E-Mails, dann erstelle ich mir einfach eine Gmail-Adresse. Warum? Weil es mit Gmail hier, wie man sieht, sehr gut funktioniert. Das funktioniert aber nur deswegen, weil es die Einstellung gibt, bei Gmail Zugriff durch wenige sichere Apps erlauben. Das heißt, dieser Haken muss aktiv an sein. Und weil dieser Haken an sein muss, verwende ich sonst nicht meine private E-Mail-Adresse, verwende ich jetzt nur eben, um das hier geschwind zu zeigen. Erstellt euch also eine E-Mail-Adresse, Eaton Easy Störung 1900 oder 2020 oder so. Egal, erstellt euch eine Gmail-Adresse, damit funktioniert es sehr gut. Vielleicht funktionieren andere, habe ich jetzt nicht alle geprüft. Lasst diese Zugriff durch weniger sichere Apps zu und macht später einfach eine Weiterleitung in Gmail an euch. Gehen wir weiter. Das heißt, wenn ihr tatsächlich Gmail verwendet, dann müsst ihr smtp.gmail.com eintragen. Das könnt ihr euch gleich kopieren, denn es muss als Absenderdomain ebenfalls rein. Als Port den 587 und als Verschlüsselung die TTLS verwenden. So, und hier hinten würdet ihr jetzt die E-Mail-Adresse eintragen, die ihr euch erstellt habt, um diese Logo zu, um diese, Entschuldigung, die Eaton Easy zu verwenden. Ich trage jetzt hier hinten meine eigene E-Mail-Adresse einfach ein. Man könnt ihr auch machen, dann könnt ihr es an euch selber schicken. Dann fehlt natürlich noch das Passwort. Auch das muss noch eingetragen werden. Und dann sind wir mit dem Projekt an sich schon fertig und können zur Programmierung übergehen. Ich verwende hier den Kontaktplan. Wir gehen hier ganz runter und schnappen uns einen Alarmbaustein. Der Alarmbaustein hat für uns zwei wichtige Kontakte, das ist der EN und den T. EN müsst ihr nicht verwenden, aber könnt ihr verwenden. Zum Beispiel könnt ihr da eine Uhr dran machen, dass Störungen nur von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gesendet werden, weil sonst seid ihr im Haus oder ein Schutzkontakt oder irgendwas anderes. Was ihr nicht machen müsst, ihr müsst im Prinzip keine Konstante nehmen, dass der immer aktiv ist, denn es gibt ja das Feld, die Bausteinfreigabe durch EN ist erforderlich. Wenn ihr da nichts reinmacht, müsst ihr EN auch nicht belegen. Die Ausgänge, sage ich vielleicht mal in einem anderen Tutorial was dazu, über den Alarmbaustein. Wir sind jetzt bei der E-Mail. Wenn der Eingang T von Low nach High wechselt, wenn er also Spannung bekommt an I1 jetzt bei mir zum Beispiel, dann bringt er eine Störung. Nicht wundern, ich verwende jetzt kurz einen Öffner, weil ich habe in der Werkstatt halt hier gerade einen Öffnerkontakt gehabt, den habe ich mir geschnappt. Der Wechsel findet da trotzdem statt. Also hier ein Schutzkontakt, irgendwas anderes, was hier eben sagt, jetzt aktiv. Der Rest stimmt an sich soweit schon, wie es eigentlich drin steht. Wir machen als Betreff jetzt einfach Meldung per Mail und sagen, Yippie, es tut wieder.
So, hier hinten dieses Webserver aktiv, solange am Eingang EN und so weiter. Das könnt ihr aktivieren, wenn ihr sonst diesen Webserver nicht immer aktiv habt. So, an sich war es das schon. Ihr seht hier die Empfängerzuweisung. Die Empfängerzuweisung könntet ihr hier sagen, wenn ihr mehrere Alarmbausteine habt, wer denn diese Mail bekommt. Jetzt laden wir das Ganze noch hoch. Ich erspare euch jetzt geschwind meine Anmeldung. Und dann müsst ihr jetzt gleich, wenn es hochgeladen ist, hier starten. Dann drücken wir jetzt mal den Taster, lassen ihn los. Und sehen, yippie, es tut wieder. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat dir jetzt oder auch euch gefallen und hilft euch weiter.